entdecken Sie Deggingen und kommen Sie mit auf unsere Reise durch unseren Ort. Deggingen ist eine lebens- und liebenswerte Gemeinde, in der mehr als 5200 Bürgerinnen und Bürger gerne zu Hause sind. Auch viele Gäste sind immer wieder von Deggingen beeindruckt, wenn sie zum Beispiel das Kapuzinerkloster und die Wallfahrtskirche Ave Maria mit ihrem berühmten Gnadenbild besuchen. Die Wurzeln von Ave Maria reichen bis ins Jahr 1716 zurück und das Kleinod des deutschen Spätbarocks hat bis heute nichts von seinem Glanz verloren. Unweit der historischen Kapelle Alt-Ave und umgeben von hohen Lindenbäumen passt die Kirche eindrucksvoll in die Natur, in und um Deggingen am Rande der Schwäbischen Alb und mitten in der Erlebnisregion Schwäbischer Alb drauf. In und um Deggingen und Reichenbach im Täle kann man tatsächlich viel erleben. Allem voran die Natur. So zum Beispiel das Naturschutzgebiet Wasserberg mit zahlreichen Tier- und Pflanzenarten, die an beliebten Wanderwegen wachsen. Und auf der Nordalb hat die Gemeinde ein bemerkenswertes Naturschutzprojekt, einen Hutewald. Auf einer rund 16 Hektar großen Fläche soll die historische Nutzungsform eines Waldes in die Zukunft gebracht werden und in einer offenen und lichten Gestaltung viel Raum für eine nachhaltige Tierhaltung entstehen. Die Filz gilt in der Natur als Lebensader des Ortes, der erstmals im 12. Jahrhundert erwähnt wurde. Sie fließt im Herzen von Deggingen, bietet Lebensraum und gibt seit jeher Kraft. Einst für eine blühende Industrie, heute noch durch ein Kraftwerk, das Deggingen sprudelnde Energie spendet. Auch heute sind Gewerbe und Industrie wichtige Grundpfeiler für den Ort. Die Kommune ist nicht ohne Grund als unternehmensfreundliche Verwaltung ausgezeichnet worden. Das macht die Bedeutung der Wirtschaftskraft hier vor Ort deutlich, von der alle profitieren. Die Gemeinde Deggingen entwickelt sich dynamisch. Dazu zählen Neubaugebiete mit Wohnbauflächen, ebenso wie zum Beispiel die Umgestaltung des ehemaligen Bahnhofareals zu einem Generationenpark mit zahlreichen Spielgelegenheiten, Wohnmöglichkeiten für Senioren und vor allem einem Bürgerzentrum. Das soll für alle Generationen und Bürgerinnen und Bürger in Deggingen und Reichenbach im Täle ein gemeinsamer Ort für gesellschaftliche Veranstaltungen sein. Samt Bibliothek, Volkshochschule und vielem mehr. Die Vielfalt der Angebote am Ort zeigt sich auch in einer zeitgemäßen Sporthalle sowie den großzügigen Sportanlagen mit Fußball- und Tennisplätzen. Die Vereine halten die Gemeinde in Bewegung und sind ein Zeichen für die in den vergangenen Jahren gewachsene Infrastruktur. Dazu zählt auch ein modernes Schulzentrum mit verschiedenen Schularten und herausragender Ausstattung. Unter anderem auch ein Hallenbad, das nicht nur für den Schulsport genutzt wird, sondern für alle in der Gemeinde geöffnet ist, mit beeindruckender ehrenamtlicher Unterstützung. Das bürgerschaftliche Engagement unterstreichen Kirchen, Vereine, Stiftungen wie die Bürgerstiftung, die viele Ideen in Deggingen und Reichenbach im Täle bereits umgesetzt haben und dafür sorgen, dass man auch in Zukunft in Deggingen vieles entdecken kann.